von mir, die ich dachte, ich hatte kein Thema. Aber ich hatte immer so einen harten Bauch. So, und als ich das zum ersten Mal genommen habe, Wahnsinn, eine solche Befreiung und Erleichterung. Sie trinken das, es ist kein Abführmittel, Sie müssen nicht flitzen. Sie spüren nur irgendwann den ganz normalen Drang, auf die Toilette zu können. Und jetzt sitzen Sie da, auf dem Klo. Ach, ist das schön. Halten sich mal das Bäuchlein fest. Und jetzt fällt es mit einer Leichtigkeit in die Kloschüssel. Plöpp macht es einfach nur. Ohne zu drücken, ohne zu pressen. Kein Schmerz, keine Sitzung stundenlang, sondern einfach nur, Sie sitzen da und halten sich das Bäuchlein fest. Das Bäuchlein wird ganz weich, merken Sie richtig. Ganz, ganz weich und dann plöpp macht es. Und dann bleiben Sie mal sitzen. Auf einmal kommt noch was und plöpp macht es wieder. Und Sie sitzen noch eine Weile, es kommt richtig viel raus. Und mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Die ersten 2, 3 Tage riecht es auch noch. Weil das ist alter Krant, alter Kladderadatsch, alter Sott. Aber Sie befreien jetzt Tag für Tag diese 8 Meter Darm von diesen alten Belastungen. Und das kann ich Ihnen hier mal zeigen, wie Sie sich das vorstellen müssen. Und viele Damen und auch Herren haben diese Herausforderung. So auch junge Leute. Dass man eben, ja. Ich kenne es aus dem Freundeskreis von ganz vielen Mädels, die sagen, wenn sie im Urlaub sind, die können gar nicht richtig auf die Toilette. Und dann entsteht dieser harte Bauch. Und dann ist es unangenehm. Und das ist ein Thema, wo viele sich gar nicht trauen, drüber zu reden. Ganz viele, auch junge Leute. Wir reden mit ihnen darüber, genau. Weil es funktioniert und weil es eine Lösung gibt, wie beim Schlaf, eben auch mit unserem heutigen Tagesangebot. So sieht der Darm aus, das sind die Darmzotten. Das ist ein Idealbild von dem Darm natürlich. Und diese Darmzotten ziehen jetzt aus dem Darm die Nährstoffe raus. Das ist ganz wichtig. So. Durch schlechte Darmbakterien, wir haben Ihnen das eben erklärt. Ja? Hier sind die schlechten Darmbakterien, noch mal zu erinnern. Die besiedeln leider diese Zotten und die ziehen die Köpfe ein. Ja? Und das